Hallo und wir sind wieder zurück bei The Legend of Zelda, Link to the Past. Wir sind auf dem Turm angekommen, auf dem Berg, um das letzte Amulett zu finden, um endlich das Masterschwert zu erhalten. Gucken wir mal, ob wir es auch wirklich kriegen können. Ja. So, wie ihr seht, haben wir hier diese Schaltermechanik. Anscheinend überall. Ey, Mensch, verfolg mich doch nicht. Und. Oh. Ah, das wird ein Dungeon. Ich sag's euch. Das wird ein Dungeon. So. Anscheinend sind die Schalter auch nicht nur raumabhängig, sondern insgesamt. Für alles immer. Und wir versuchen erstmal so viele Schlüssel wie möglich zu sammeln. Wenn das denn möglich ist. Oh. Danke. Danke. Naja. Ja. Das ist mal ein Gegner, ey. So. Okay. Heilige Scheiße. Ach so, hier geht's ja zum Boss. Sehe ich gerade. Dann jumpen wir doch runter. No. Oh Gott. Ich habe immer so keinen Bock auf den Scheiß hier. Das erinnert mich irgendwie an Luffy. Da gibt's auch immer solche Dungeons und. Das ist zwar ganz witzig, aber auch nervend, muss man sagen. Ich bin das sorgfältigste Rat von mir. Schaust du in den verließenen Zauberspiegel, kannst du zum Eingang zurückkehren. Ah, okay. Woher weißt du jetzt eigentlich schon wieder, dass ich ein Zauberspiegel habe? Mir denn gar keine Privatsphäre. Okay, hier ist ein Schlüsseleingang. Dann wird es wohl der einzige sein, wo wir hin müssen. Ach du Arsch. So. Das muss jetzt aber leider Bug abusen, glaube ich. Oder? Nee, machen wir mal nicht. Boah, shit, ey. Oder geht es? Ja. Es ist mir nämlich. Oder es geht auch nicht. Gna! Hallo Feechen, danke. Feenstaub. Und der Tennis. Ja, auch recht. Haben wir es jetzt bald? Oder kommt noch der ganze Raum? Geht doch. So, das musste man sogar machen. Meine Fresse. Naja, wir haben es geschafft. Und wir haben eine Horde. Boah. Was wollen die immer von mir, Mann? Lass mich doch einfach in Ruhe. Ja, ihr werft noch Knochen jetzt, oder was? Kleinen Penner. Machen wir mal Feuer. Ukrak, Ukrak. Und wir haben den Masterschlüssel. Schon? Ich habe noch nicht mal eine Karte. Oder? Habe ich die? Oh, ich habe eine Karte. Wann habe ich die bekommen? Keine Ahnung. Naja, gehen wir zurück. Und ich wusste es. Ach komm. Muss das dann sein? So, gut. Weg seid ihr. Nee, 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 nee. So. Ja, toll. Ey, dieser Dungeon ist wirklich so nervig. Ich sag's euch.
ganze Zeit irgendeinen Scheiß vergisst. Ja, nee, ich hau ab, bevor ihr losfliegt. Und zack. Ja, dann halt nicht. Ja, hier oben war das, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. Und? Jo. Masterschlüssel, ab geht's. Ja, komm jetzt, Mensch. Aha. Kann ich die eigentlich auch austricksen? Nö. Kann ich nicht. Komm. Ich kann nur hier rumlatschen. Zack. Ja, da ist eine große Truhe. Das gefällt mir. Muss nur noch rankommen. Scheißviech, echt. Kompass! Schau, was du da fällst wieder. Lenk, ich bin da fällst. Wertvoller Edelstein Mondperle genannt, befindet sich in dem Turm. Mit der Mondperle kannst du auch in der Schattenwelt deine Gestalt bewahren. Du musst sie finden, in den Turm wieder verlassen. Vergiss das nicht. Ja, denkst du, ich will hier übernachten oder was? Ja, ich weiß, ich bin negativ. Ich bin halt der negative Link. Ja, der Negative. Bin halt eher so. Ne? Ja. Emo. Emo-Link. Kann ich hier eigentlich auf ein Ding treten? Ja. Ja. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich lasse es mal lieber auf lang. Wahrscheinlich muss ich von oben runter jumpen. Ey. Och, komm. Gut. Passt das jetzt endlich. Mhm. Und runterjumpen, wie gedacht. Denn? Ja, toll, der explodiert ja nichts. Einfach so scheiße, hä? So. Ausgeschaltet. Ein harter Kampf. Jetzt muss ich nur noch... So. Ist ja gar kein Schalter. Naja, dann gehen wir halt mal hoch. Also ich habe ein Leben und ich bin beim Endgegner. Sehe ich das richtig? Das gefällt mir gar nicht. Naja. Kann man jetzt auch nichts machen. Heilige Scheiße. Wow.
Das ist, kann doch nicht dein Ernst sein. Das ist wirklich der Endgegner. Boah. Ah, vielleicht mein Eisstab. Das könnten wir probieren. Boah. Anscheinend eher nicht. Boomerang? Boomerang? Bogen. Bogen. Nein, Bogen auch nicht. Ja. Okay. Puh. Das ist ja mal ein scheiß Endgegner. Boah, leck mich am Arsch. Wie soll man das denn machen? Bitte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Zwei Schläge. Zwei Schläge hast du schon kassiert. Drei. Aber irgendwann gehen die doch in meinen Rage-Mode, diese Endgegner. Was mir überhaupt nicht gefällt. Ja, ich glaube, das ist auch hier schon der Fall. Und wie schnell der sich bewegt. Oh, vier. Gut, gut, gut. Oh, oh, jetzt wird's echt hart. Jetzt wird's echt hart. Eieieiei. Das kann doch nicht denen ernst sein. Oh, leck mich am Arsch. Puh. Ja, und gleich 10 Stockwerke runterfallen. Ne? Ich hoffe, ich habe irgendwo Energie vielleicht. Das wäre nicht schlecht. Anscheinend nicht. Gut. Dann müssen wir es wohl anders probieren. Hm. Hey, warte mal. Jo! Ja, ich habe die Mondperle, aber ich muss trotzdem noch den Endgegner besiegen. Wenn ich Glück habe, fängt der nicht von neu an. Vielleicht könnte ich es auch mit Bomben probieren, was halt... Bomben wären nicht schlecht, glaube ich. Aber da bin ich nicht ganz sicher. Ja, das schaut mir immer noch schnell aus. Wie ist mit Bomben? Oh, nee. Nur Schwert. Nur das Schwert. Krasse Scheiße. Okay. Dann heißt es wohl du oder ich, ja? Oh Mann, Mann. Links und rechts und links und... Fast hätte ich ihn gehabt. Okay, zwei. Den... Nee. Schlimm ist ja, dass es so eine Plattform ist einfach. In einem Raum wäre es ja vielleicht okay noch, aber da man hier immer runterfällt. Das war jetzt aber auch schon ziemlich knapp. Oh Gott. Das ist wohl der einer der meistgehassten Endgegner von mir bisher. Egal in welchem Spiel. Ich wette, es gibt irgendeine einfache Taktik. Speedrun-Leute lachen mich bestimmt aus. Nein! Ach Gott. Ey, das ist doch grausam. Das ist doch echt grausam. Und dieses Gepiepse langweilt einen vielleicht. Scheiß Gepiepse.
bin halt wenigstens Leben. Irgendwas. Wie wäre denn das? Vielleicht gibt es ja hier was. Und? Bitte, bitte. Wieso geht denn das nicht kaputt? Also probieren wir es nochmal. Das ist echt ein Arschloch. Wie soll ich denn da jetzt runterkommen? Verrat mir das. Gehen wir mal hoch. Okay. So. Zurück im Kampf. Lockt der Gladiator gegen den miesen Monsterwurm mit den Glubschaugen. Also. Oh Gott. Also ich darf nicht in dieses Loch hier reinfallen. Das ist ziemlich hässlich. Uiuiui. Das war knapp. Nein. Okay, einen erst. Vorhin hatte ich vier und der ist noch nicht tot gewesen. Ja, hallo, bist du verbuggt? Zwei. Da. Drei. Gut. Vier. Jetzt geht der crazy hier. Oh mein Gott. Bin ich aber kurz unverwundbar, glaube ich. Vielleicht kann ich einen Hit. Das war meine letzte Chance hier. Oioioioioi. Ich darf jetzt echt nicht runterfallen. Ich glaube, wir brauchen nur noch einen. Oh Mann, das geht mir viel zu schnell. Boah. Ah, Scheiße. Okay, komm schon. Nein! Nein. Okay, Jungs, letzter Versuch. Wenn es dann nicht geht, dann machen wir ein Endgegner-Special. Das ist ja mal ein scheiß Endgegner, mal wirklich jetzt. Ist echt nicht, der ist eigentlich nicht schwer, aber der bewegt sich viel zu viel. Jetzt mal ganz aggressiv. Vielleicht ist es ja auch die Taktik. Ja, noch nicht ganz. Komm her. Komm her, kleiner Bastard. Ja, komm halt her. Hallo.
Komm schon, komm schon. Ich geb's dir schon. Jo, geschafft! Endlich! Boah, Leute, ich sag's euch, das war ein Kampf. So. Und wir haben das letzte Amulett gefunden. Auf geht's zum Masterschwert im nächsten Teil. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es wieder heißt Legend of the Zelda, A Link to the Past.